Mit diesen ersten Eindrücken möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu meinem neuen Let's Play Prison Architect. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Stapsmann und wir werden die Ehre haben. Und schon gibt's den ersten Anruf von unserem Geschäftsführer. Mal sehen, was der Gute von uns möchte. Ein schwerer Weg. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig werden muss. Wenn er es so sagt, werden wir dem so tun. Hier soll die neue Anlage gebaut werden. Okay. Wie bei jedem Projekt müssen wir zuerst das Gebäude bauen, mit ausreichend Platz für einen Hinrichtungsraum und eine Verwahrungszelle. Machen wir so. Legen wir los. Bauen Sie hier ein neues Gebäude. Wir brauchen noch einen Eingang für die neue Hinrichtungsanlage. Bauen Sie eine große Gefängnistür in die Südwand ein. Jupp, mach mal. Ihr seht, so in der Art von einem Tutorial wird uns hier Schritt für Schritt erklärt, wie wir alles machen. Also zuerst mal das Fundament. Da nehmen wir ein gemauertes. Ist immer ganz hübsch. Ziehen das so drauf. Und dann sollte noch eine Gefängnistür. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Warte doch mal. Da wir das jetzt haben, können wir auch wieder ans Telefon gehen, wenn der Geschäftsführer anruft. Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Das ist mir klar. Sie holen Stahl und Beton aus diesem Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Dafür werden sie bezahlt. Mit diesen Rohmaterialien bauen Sie das Fundament und das Rahmenwerk Ihres neuen Gebäudes. Jawohl, das tun wir so. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten. Deshalb sollten Sie beim Bau von neuen Anlagen vorausplanen. Dafür werde ich bezahlt. Sehen Sie sich einmal um, während wir warten. Mit WASD oder den Pfeiltasten können Sie sich herumbewegen und mit dem Mausrad heran und herauszoomen. Ja, heran und herauszoomen können wir schon. Was haben wir denn da alles? Da wäre zum Beispiel eine Dusche. Weil wir jetzt auch Häftlinge. Dann eine Küche. Die ganzen Zellen. Schön spartanisch eingerichtet, so wie es gehört. Dann hier das Verwaltungsgebäude. Das scheint der Strom zu sein. Eine Kantine. Und da nervt er schon wieder. In dem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Okay. Ja, ihr seht's, unser Chef will schon was von uns. Das heißt wohl, der Raum ist fertig. Materialien, er möchte eine Ziegelwand. Und einmal da. Dann da. Da. Und da. Jetzt werden wieder unsere tapferen Helferlein kommen. Wo sind sie? Da. Und die Ziegel bringen. Aber wir werden uns aber erstmal weiter das Gefängnis anschauen. Hier haben wir nochmal einen Zellentrakt. Alle eingesperrt. Noch mehr Duschen. Jo, gehen wir mal näher ran. Obwohl es eine einfache Grafik ist, sieht es meiner Meinung nach eigentlich ganz hübsch aus. Und jeder Häftling hat hier so Informationen und eine Akte. Warum das hier allerdings wohl nicht übersetzt ist, wer weiß. Können wir auch von dem, der zum Tode verurteilt ist, dass wir uns das mal anschauen? Nein, leider nicht. Naja, macht ja nichts. Jede Menge Wärter, die sind uns auf dem Innenhof rummarschieren. Und gleich sind unsere Wände fertig. Jetzt setzten sie große Gefängnistüren in die Trennwände ein. Okay. Sie können ein Objekt drehen, bevor sie es platzieren, indem sie entweder die mittlere Maustaste oder R drücken. Mhm. Also, wir brauchen Objekte. Große Gefängnistür und einmal da und mit R drehen und noch da. Haben wir irgendwas übersehen? Nein, das ist erstmal unser Gefängnis. Große Mauer ringsum. Die Welt, das hier allerdings ist. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Müsste nicht auch irgendwo eine Wasserversorgung sein oder so? Hm. Nicht in diesem Gefängnis. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir dem vorhandenen Platz Räume zuweisen. Mhm. Okay. Weisen Sie dem kleineren Bereich eine Zelle zu, in der der Verurteilte wohnen wird. Dann weisen Sie dem größeren Bereich den Hinrichtungsraum zu. Mhm. Räume, da unten blinkt's. Also einmal den Hinrichtungsraum. Der größere. Ist auch unschwer zu übersehen. Und dann eine Zelle. Okay. Das hätte man getan. Für die neuen Räume müssen Voraussetzungen erfüllt werden, bevor sie in Betrieb genommen werden können. Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Der Hinrichtungsraum braucht einen elektrischen Stuhl. Vielleicht nicht für jeden so wichtig, zum Beispiel in Vorteilen, aber okay. Also Räume, Objekte. Wir brauchen ein Bett und ein Klo. Das muss man nochmal drehen, das sitzt so nämlich an der Wand. So. Und einen elektrischen Stuhl. Zacki. Der scheint noch nicht da gewesen zu sein, deswegen hat es da Kohle abgezogen. Aber ich meine, wir haben 610.000, ne? Das sollte reichen. Ich kann ganz weit rauszoomen. Ganz weit reinzoomen. Und da verpixelt es plötzlich. Wo ist nicht mal so eine Wache? Hallo. Oh, das geht. Hat der auch eine Akte? Nein, leider nicht. Oh, man kann ihn auch Wegpunkte zuweisen. Ist ja cool. Okay. Theoretisch sollten meine Leute jetzt was tun und da kommt auch schon der erste mit dem Bett an. Und ein Klo und ein Elektro... Da kommt das Klo. Hat der einen elektrischen Stuhl? Ja. Der hat einen elektrischen Stuhl. Ein kleines Paket. Bestimmt ein elektrischer Stuhl von Ikea oder so. Und alle dürfen raus, außer einem. Tut auch schon, dass fleißige Küchenpersonal kommt. Räumt die ganzen dreckigen Tabletts weg. Mhm. Ist schön erstmal, obwohl einfache Grafik, wie gesagt. Ziemlich detailliert. Wenn wir näher mal an die Gefangenen rangehen, da gibt es welche mit Sonnenbrille. Unterschiedliche Frisuren. Dann hier so ein typischer Hispano. Bla bla bla. Häftling. Ja. Mr. T ist auch da. Oh. So, damit wäre das jetzt fertig. Und da ruft wieder jemand an. So, das Nötigste haben wir erledigt. Aber Sie könnten noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Mhm. Es bleibt allerdings Ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Alles hängt davon ab, wie sehr Ihnen Ihre Häftlinge und deren Umgebung am Herzen liegen. Ah ja, also nicht. Was möchte er denn? Die Zelle könnte mit einem Außenfenster und einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Hier ist die letzte Zelle, also können wir das ja mal machen. Und außerdem würde die Anlage mit einem hochwertigen Bodenbelag schön aussehen. Wie wäre es mit Parkett oder Mosaikfliesen? Wenn er meint. Im Außenbereich könnten Sie Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn Sie möchten. Gut. Machen wir. Das ist der Mann. Edward Ramsey. Ehemaliger Lehrer. Kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob er diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftlingen in seine neue Zelle überführen. Klicken Sie einfach ein Polaroid in seiner Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Ah, ein Polaroid. Gut, aber erstmal werden wir das Optionale noch bauen, ne? Ein Fenster. Dann werden wir wieder auf Objekte gehen und da haben wir auch schon Fenster. Mit R drehen, wie gesagt. Eins reicht, glaube ich, oder? Jo. Die andere Wand kommt das Bücherregal oder hierher, und Ecke. Hierher kommt das Bücherregal. Lampen in den Außenbereich. So schön. Und noch ein bisschen Material. Gehwegplatten. Verdammt, wo habe ich die Lampen hingebaut? Ah! Ah, ganz schön installiert. Das ist gut. So, schön 2 Reihen Steine. Jetzt auch schick aussieht. Kann ich hier nicht bauen. Schade. Und Bodenbelag. Keramikfliesen. Nö. Mosaik. Parkett. Ja, da würde ich sagen, machen wir in dem Bereich Mosaik. Nö. Wir da auch. Ja, auch. Parkett finde ich nicht so passend. Da warten wir noch, bis die fertig sind. Und ja, der Weg dauert noch kurz. Dann wird man halt fix den Gefangenen rüberbringen, ne? Sieht schon besser aus mit dem Mosaikbelag. Dass jetzt den Gefangenen so brennend interessiert, ist die andere Sache. Ich glaube, der hat andere Probleme. Aber er will es ja schön haben, ne? Was machst du noch? Ah, da ist noch eine Fliese nicht fertig. Ja, dann können wir den Herrn rüberbringen, würde ich sagen. Oh, der Sicherheitschef ruft an. Weinen Sie diesem Kerl keine Tränen nach. Er ist ein eiskalter Mörder und voll schuldfähig. Er hat sogar gestanden. Möchten Sie seine Version vom Tathergang mal hören? Klar, dafür sind wir da. Ziemlich heftiges Zeug. Es war etwa 23 Uhr, die Straßenlaternen waren schon an. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Mhm. Leicht düster. Geht nach Hause. Hat zu Hause natürlich auch Gefängnisfenster. Ja. Oh. Seine Frau scheint da gerade Spaß mit jemand anders zu haben. Ich wusste doch, dass ich euch beide hier erwische. Edward! Ich... Nicht. Tu das nicht. Was hast du vor? Ja. Tot. Da hat er wohl leicht überreagiert, der Edward. Ich meine, er hat sie umgebracht, aber Kurzschlussreaktion nennt man sowas in Deutschland. Ich kenne die Amis ja nicht. Eindeutiger Fall, wenn sie mich fragen. Verdient jedes Volt, das er bekommt. Jeder Mensch verdient Vergebung, auch er. Sind Sie sich ihrer selbst so sicher, dass Sie solch ein endgültiges Urteil vollstrecken können? Seine Frau mit einem anderen Mann zu erwischen, ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Und er hatte eine geladene Waffe dabei, weil er wusste, dass er die beiden zusammen vorfinden würde. Das ist gleich doppelter, geplanter Mord. Er hat nach bestem Wissen und Gewissen mit den Behörden kooperiert. Dieser Staat statuiert ein Exempel an ihn. Hätte er sein Verbrechen 100 Meilen weiter nördlich begangen, hätte er eine lebenslange Haftstrafe vor sich. Soll das etwa Gerechtigkeit sein? Möchten Sie einen Kerl wie den etwa auf freiem Fuß sehen? Ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass er tot ist. Wozu habe ich einen Weg gebaut, wenn ihr den nicht benutzt? Tch. Scheiß Rasenlatscher. Gute Arbeit bis jetzt. Danke, Chef. Es gibt allerdings ein Problem. Der Hinrichtungsraum funktioniert noch nicht richtig, weil er keinen Stromanschluss hat. Das klingt erstmal logisch. Wir müssen ihn an die Stromversorgung anschließen. Jetzt kommen wir also in einen anderen Bildschirm. Und wie das aussieht, ist ja auch der Rest noch nicht angeschlossen. Die hier haben noch keinen Strom, wa? Im Moment haben wir das Gefängnis in der Versorgungsansicht geöffnet, in der wir die gesamte Verkabelung angezeigt bekommen. So nennt sich das also. Jedes Gefängnisgebäude ist über diese dicken, unterirdischen Stromkabel an das Stromnetz angeschlossen. Der Strom stammt aus dieser Transformatorenstation, die ihren Strom aus dem nationalen Netzwerk bezieht. Wie Sie sehen, ist dieser gesamte Zellentrakt ohne Strom. Alle Lampen sind aus. Um das Problem zu beheben, müssen wir zuerst in den Versorgungsmodus wechseln, damit wir sehen können, warum diese Lampen keinen Strom bekommen. Habe ich gerade schon gesehen, da ist kein Stromkabel. Wer ist nun hier der Profi, der oder ich? Die nächsten Stromkabel sind zu weit entfernt. Unsere Ingenieure können diesen Bereich nicht verkabeln. Bauen Sie Stromkabel in der Nähe, um diesen Gefängnistrakt anzuschließen. Okay. Also gehen wir in den Versorgungsmodus und bauen Stromkabel. Einmal so. Und einmal so. Das sollte ja theoretisch reichen, oder? Seht, da sind jetzt die Stromkabel geplant. Ich hoffe nur, der macht automatisch, dass die hier runtergehen. Das wird ganz doof. Da dürften eigentlich jetzt unsere fleißigen Lieschen wieder unterwegs sein, hier. Mit Stromkabeln in der Hand. Draußen werden bestimmt auch neue geliefert sein, weil die nicht ausreichen. Aber schlafen die nie, die Gefangenen? Oh, ich habe Kohle bekommen. Alles ist besser mit Kohle. Ist schon schwer dran zu denken, dass da Strom hin muss, ne? Aber dafür sind die Profis und ich lerne noch, ne? Gibt's denn noch so Schönes bei Nacht? Haben wir eine leere Zelle? Können wir wieder Leute aufnehmen? Schlaf. Gut. Da ist ja die Temperatur sein. 8 Grad Celsius, 47 Grad Fahrenheit. Und wir sind gleich fertig mit anschließen. Fertig. Gehen wir nochmal in die Versorgungsansicht. Sehen wir. Wir sehen das Stromkabel. Und da die Strom. Ja, bitte. Nicht nur die Lampen brauchen Strom. Ihr neuer elektrischer Stuhl auch. Schließen Sie über die Stromkabel die Hinrichtungsanlage an das Stromnetz an. Okay, machen wir. Der elektrische Stuhl ist ein besonderes elektrisches Objekt. Er benötigt eine eigene Stromzufuhr. Sie müssen ihn direkt an die Hauptkabel anschließen. Machen wir. Also wieder in den Versorgungsdienst. Einmal so und dann so. Bitteschön. Dann legen wir noch ein Kabel hier runter, damit die auch was haben vom Strom, ne? Sonst sitzen die am Dunkeln. Das wäre doof. Was ist das eigentlich für ein Büro? Sieht gut aus, hat aber wahrscheinlich keinen sinnvollen Nutzen. Bürokratie und so, ne? Die Köche arbeiten auch nachts. Die sind ja fleißig. Schön, wie sein Hämmerchen, sein Hackebeilchen, was so immer sein soll, schwingt. Ich finde. Hab einen Personalschlüssel. Was gibt's denn? Speck, Kartoffeln. Sieht aus wie Kohl. Ausreichend. Das ist bestimmt wie in deutschen Mensen. Diese Kartoffeln, die geeignet sind für Schweinemast und Mensen. Jeder möge sich jetzt seine eigenen Gedanken darüber machen. Wir bauen weiter unser Gefängnis. Stuhl, hör auf zu knarzen! Arsch! Baut mal schneller. Ist auch sehr sinnvoll natürlich, erst diese Stromanschlüsse fertig zu machen, ehe man mal hier draußen den Stromanschluss fertig macht, der eigentlich alles verbindet. Arbeitssicherheit wahrscheinlich, damit keiner einen gewischt bekommt, aber naja. Und Zaun gibt's Zaun. Yay! Und klar, wer ruft an? Der Geschäftsführer. Guckst du mal, wie spät ist, sie schlafen alle. Wir sind fast fertig, glaube ich. Wir sollten den neuen Hinrichtungsraum aber zumindest einmal testen, bevor wir ihn in Betrieb nehmen. Klingt logisch. Ich werde den Strom für ein paar Sekunden einschalten, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Mach mal. Das hat nicht geklappt. Wir haben zu viel Strom gezogen und uns ist eine Sicherung im Elektrizitätswerk rausgeflogen. Das ganze Gefängnis liegt im Dunkeln. Experte. Na toll. Wir brauchen mehr Saft, um die Spannungsspitze regulieren zu können, die der elektrische Stuhl erzeugt. Das ist also unser Elektrizitätswerk. Da hat jemand vergessen, was zu übersetzen. Zuerst müssen wir den Strom wieder anschalten. Okay. Dazu sind 2 Schritte nötig. Schalten Sie das Elektrizitätswerk wieder ein, indem Sie es anklicken und im angezeigten Menü Einschalten auswählen. Das kann ich. Oder auch nicht. Bauen Sie dann 3 zusätzliche Kondensatoren, damit wir über ausreichend Leistungskapazität verfügen, um den elektrischen Stuhl zu betreiben. Danach testen Sie den elektrischen Stuhl noch einmal, indem Sie ihn im Menü anklicken und Einschalten auswählen. Gut, mach mal. Also, das war wieder Einschalten. Und schon haben sie alle wieder Licht. Und dann sollen wir noch 3 Kondensatoren bauen. Husch, komm her. 1, 2, 3. Sieht aus wie eine Batterie, der Kondensator. Muss dem so. Wo seid ihr? Arbeitet. Faules Pack. Ich meine, wozu braucht man so einen riesigen Lagerraum, wenn hier drinnen nichts ist? Außer eine Kiste mit dem Kondensator. Und noch eine Kiste mit dem Kondensator. Vor allem, warum machen das nicht die hier drinne? Da kommen erst welche von da, holen den Kondensator hier ab, um ihn da wieder einzubauen. Ist ja total, ja, ökonomisches Arbeiten und so. Ist nicht ganz so bekannt hier. Also. Bauen wir die Kondensatoren fix ein. Die Gefangenen werden wahrscheinlich auch gleich aufstehen. Ist ja gleich 7 Uhr. Dann gibt es Futter in der Küche. Wir haben 45 Gefangene. 52 wären möglich. Da müssten ja leere Zellen da sein, oder? Ja, da ist eine leer. Da ist eine leer. Okay. Und gleich sind die Kondensatoren fertig. Ja, unsere Kondensatoren wären dann soweit. Da gucken wir mal, ob das Ding funktioniert. 1 Holden. Was? Allein. Warum rufst du ihn an? Ich will gerade was einschalten. Sehr gut. Ich glaube, jetzt sind wir fertig. Alles, was jetzt passiert, haben wir nicht mehr in der Hand. Wir haben unsere Aufgaben professionell erledigt und darauf kommt es in unserem Geschäft an. Jo. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, was jetzt geschieht. Wie kann ich dir helfen, mein Sohn? Suchst du nach Vergebung? Ich weiß nicht. Ich muss irgendetwas unternehmen. Ich kann mit meinen Taten nicht weiterleben. Du musst dich stellen, was immer du auch getan hast. Du wirst dafür die Konsequenzen tragen müssen. Du kannst dir erst wieder ins Gesicht sehen, wenn du dich deiner Vergangenheit gestellt hast. Ich will das alles ungeschehen machen. Ich will ihr vergeben. Ich will, dass sie mir vergibt. Gott wird dir vergeben, mein Sohn. Was immer du auch getan hast, du musst ihn nur darum bitten. Aber du musst dich für deine Taten der Gerechtigkeit stellen. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist soweit, Edward. Du hast das Richtige getan. Auch wenn dir diese Welt nicht vergeben will. Bald wirst du bei Gott sein und er wird das letzte Urteil über dich sprechen. Da ist der Edward jetzt auf seinem letzten Weg, wie es scheint. Hinter ihm der Priester, 2 Gefängniswärter mit ihm. Und ein Stuhl mit seinem Namen drauf. Bye bye, Edward. Edward Ramsey, Sie wurden des zweifachen Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Dafür werden Sie mit dem Tode bestraft. Haben Sie noch ein paar letzte Worte für uns? Susan, es tut mir leid. Geh nicht ins Licht, Edward. Das war es dann wohl für ihn. Mit Edward tot, einem gebauten elektrischen Stuhl, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit im ersten Teil von unserem Let's Play und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Prison Architect.